Ja. Okay. Hi, das ist RH. Und das ist unser Opener. Angelina Love gegen Beth Phoenix. Beth Phoenix hat auch gefühlt bisher nichts zu spielen hier gehabt. Finn Balor gegen Nigel McGuinness, AR Fox gegen Brian Danielson. Fatal 4-Way zwischen Matt Sydal, Maro Fuji, Loki und Luke Harper. Und schon wieder. Was ist denn nur los mit der Crimson City Saga, Alter? Normales Tag Team Match diesmal gegen die American Wolves. Okay. Boah. Ich hab Bock auf AR Fox gegen Brian Danielson. Das finde ich geil. Vote 1 für AR Fox. Vote 2 für Daniel Bryan. Brian Danielson. Das ist mal ein Main Event der etwas anderen Art, weshalb ich den auch heute auf jeden Fall mal nehme. Ich sage ja, wir werden hier in diesem Monat mal ein bisschen was anderes quasi sehen. Ich weiß eh, was alle nehmen werden. Jeder wird auf Danielson tippen. Das ist mir eigentlich eh von Anfang an klar. Kann AR Fox das schaffen? Trau AR Fox halt nicht zu. Ja, wir brauchen nicht diskutieren, oder? Chris tippt Daniel Bryan, Brian Danielson, Freddy tippt Brian Danielson, die Community wird auch Brian Danielson bevorzugen. Ist klar, ne? Ich tipp's auch. Also wir tippen alle. So gerne ich AR Fox das gegönnt hätte. Aber hier müssen wir einfach realistisch sein. Deswegen gucken wir jetzt schnell den Rest der Karte durch. Angelina Love gegen Beth Phoenix gewinnt. Angelina Love. Finn Balor gegen Nigel McGuinness gewinnt. Nigel hätte ich ihm jetzt so nicht zugetraut. Luke Harper, also Brody Lee gegen Matt Sydal gegen Loki gegen Maro Fuji gewinnt. Brody Lee over Matt Sydal. Die Crimson City Saga gegen die American Wolves gewinnt. Die Crimson City Saga. Holy, haben die Interesse, Alter. Und wir kommen zu AR Fox gegen Brian Danielson. Wie gesagt, da brauchen wir gar nicht groß drum rumreden. Die Ansage ist klar. Und dementsprechend. Entweder schafft AR Fox das, was Jerry Lynn geschafft hat, und wir werden alle überrascht, oder Brian Danielson wird das Ding in 5 Minuten nach Hause fahren. Von dem her, was soll's, ne? Ja, viel Spaß bei AR Fox gegen Brian Danielson. Und wenn AR Fox irgendwann fertig geladen ist, können wir uns das Ganze auch angucken. Nämlich jetzt, Ladies and Gentlemen. AR Fox gegen Brian Danielson ist ein, auch wieder, das ist typisch RH, eine richtig geile Ansetzung, muss ich sagen. Und wenn AR Fox gegen Brian Danielson gewinnt, muss Brian Danielson auch bestimmt nicht Selbstmord begehen, denn es ist wahrlich nichts Schlimmes, noch gegen AR Fox zu verlieren. Sowas kann man eigentlich auch nur sagen, wenn man AR Fox noch nicht kennt. Ja, möchte ich einfach mal so sagen. Sorry. So, AR Fox ist nämlich ein Mann, der definitiv mit Brian Danielson mithalten kann, aber halt aus meiner Sicht für heute nur mithalten, nicht gewinnen. Das sind halt zweierlei, ne? Und was hat Brian Danielson vor? Geht aufs Top Rope, während AR Fox draußen ist. Holy. Okay. Eigentlich hat er ihn gerade umgebracht. Eigentlich hat er ihn umgebracht. Er ist gerade irgendwie mit einem Double X-Handle. Wollte er auf AR Fox springen, ist ihn aber mit den Füßen irgendwie in den Nacken gesprungen. War quasi ein Double Foot Stomp. Dann kommt gerade AR Fox mit dem Spinning Wheel Kick. Schöne Sache. So, beide jetzt wieder im Ring. AR Fox
ist genau das, was ich meinte. Der hält in den ersten Minuten schon mit. Da wollte er direkt diesen Superkick ansetzen, ging aber voll daneben. Und ja, das war es doch immer, dass wir ein Frankensteiner hätte werden sollen. Kontert Daniel Bryan, Bryan Danielson einfach in einen, in eine Facebomb nach hinten raus. Oh, Janola, Schnauze bitte. Wenn man keine Ahnung hat, einfach Schnauze halten. So, Whipping kommt und Bryan Danielson wunderbar hier mit diesen, ja, das Arm-Drag-Hip-Toss-Kombination. Kassiert aber dann direkt auf den, von dem liegenden Air Fox einen Kick und dann die Sunset-Flip-Bomb. Und die geht durch. Er bleibt nicht direkt im Kammer, weil er weiß, dass Bryan Danielson, Bryan Danielson, ja, der bleibt natürlich so früh im Match noch nicht nach einer Sunset Bomb tatsächlich liegen. Und ein toller German Suplex hinterher. Hallo, geil. Und Standing Shooting Suppress. AR Fox is on fire. Ich hab's befürchtet. Ich hätte auf AR Fox. Ich hätte auf den Underdog hier tippen sollen. Aber ich hab halt auch gesehen, was. Nee. Ich weiß nicht. Warum habe ich nicht auf AR Fox getippt? Weil ich AR Fox halt einfach so gut wie noch nie in Aktion gesehen habe. Weshalb das sehr schwierig war, das einzuschätzen. Das ist halt sehr schwierig. So, Bryan Danielson muss tatsächlich so langsam mal rankommen. Ja, und da kommt auch der German Suplex. Genau das ist so ein Move, den er braucht jetzt. Naja, Fox nämlich erstmal zu Boden bringen. Cover, das ist Rope Break. Also, Bryan Danielson, da kann man doch auch mal die Augen aufmachen. Und schnell durchgezogener Snap DDT von Bryan Danielson. Oh, schön. Da kommt die Kick-Kombination. Yes! Yes! Oh mein Gott, der arme Air Fox kassiert die Yes-Kicks. Die Halle geht steil, obwohl er Heel ist, aber läuft bei ihm. Ist halt okay. Und fast wäre das schon der Three-Count gewesen. Air Fox ist noch nicht geschlagen. Auch wenn er tatsächlich schon ziemlich kurz davor war. Tatsächlich. So, Whippen jetzt von Danielson in die Seile. Und dann. The fuck, Alter. Was für ein Catapult. Yes, Lock. Catapult. Yes, Lock. Aber Air Fox clever genug. Schnell in die Seile gegangen. Und ein Death Valley Driver von AR Fox hinterher. Alter, das war gerade per se ein ziemlich geiler Move. Aber halt auch nur per se. Und damit ist das Ding nicht gelaufen. Nach diesem RKO ist es tatsächlich noch nicht vorbei. Der Flying Cutter von AR Fox, einer seiner Trademark-Moves. Und hätte es sein können, aber es ist halt dann Gott sei Dank doch Bryan Danielson, der ihm hier im Ring gegenübersteht. Wird das jetzt noch der Headbutt? Und da, nee, ist zwar nur ein Elbow Drop, aber trotzdem schön mit Cover hinterher. One, two, nein, AR Fox kickt aus. Das ist eigentlich tatsächlich ziemlich stark, was wir hier gerade sehen. Auch dieser wahnsinnige Flying Cutter von AR Fox war toll. Jetzt probiert Bryan Danielson es hier nochmal mit dem Armlock. Macht Sinn, wenn man die Kettle Mutilation vorbereiten möchte, selbstverständlich. Klare Ansage. So, den hält auch ziemlich lange. AR Fox weiß nicht so genau, was er damit anfangen soll. Jetzt zieht er nochmal den DDT hinterher. Okay, und die Halle ist weiterhin. Jawohl, und nochmal die Yes-Kicks. Alles klar. Und ich glaube, damit dürfte sich AR Fox hier aus vom Match heute verabschieden. One, two, three. Ja, das ist genau das, was ich meinte. AR Fox konnte mithalten. Das war ein sehr schnelles, schönes Match, muss ich sagen. Hat mir gefallen.
viele verschiedene Aktionen auf beiden Seiten tatsächlich. Letztendlich hat es für AR Fox nicht gereicht. Wir haben alle vollkommen zu Recht auf Daniel Bryan, Bryan Danielson getippt. Es ist halt einfach, wie es ist. Und AR Fox tut das damit nicht weniger. Das schadet ihm kein bisschen, hier gegen Bryan Danielson zu verlieren. Das hat er nämlich hat trotzdem eine tolle Leistung gezeigt. Und das ist alles, was uns für uns heute zählt. Ein schönes Match und Spaß bei der Sache.